Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil meiner HTML und JavaScript Tutorial Serie. Dieses Mal werden wir mit JavaScript weitermachen und uns eine kleine Suchfunktion für unsere Tabelle implementieren. Ich habe hier eine Tabelle. In die Tabelle habe ich mehrere Input-Fields reingepackt und aktuell können die gar nichts machen. Aber ich will, wenn ich hier einen Text eingebe, dass dann die Spalte hier durchsucht wird und die entsprechenden Zeilen eingeblendet oder ausgeblendet werden. Und wir werden in diesem Video die vom letzten Video gelernten Funktionen zum Selektieren von Elementen verwenden, um Kindelemente dieser Elemente zu durchsuchen, auszublenden, einzublenden, je nachdem, ob das jetzt das Element jetzt den gesuchten Schlüssel enthält oder nicht. Und wir sprechen auch ganz kurz über das this-Schlüsselwort, welches in JavaScript sich etwas unterscheidet von dem, was ihr in C-Sharp zum Beispiel kennt. Kommen wir zum Programmcode. Ich zeige euch erstmal, was ich hier angepasst habe. Ich habe im Grunde in den Header der Tabelle, die wir hatten, eine weitere Zeile hinzugefügt und jede dieser Zeilen enthält jetzt ein Input-Tag. Class Form Control, Type Text und Placeholder ist Search, da ist jetzt sonst nichts dabei. Die Funktionen, die wir vorher implementiert haben, sind hier drin und wir wollen jetzt unsere Suche bauen. Als erstes, was ich hier machen will, ist, wir haben ja diese einzelnen Input-Fields. Und wir haben die Events, wir wollen ja auf ein Event reagieren. Wenn zum Beispiel eine Taste gedrückt wurde oder sich der Inhalt dieser Textboxen verändert hat. Das haben wir vorher gemacht, indem wir uns zum Beispiel ein Element selektiert haben und diesem Element ein Event-Listener angebunden haben, mit Hilfe einer ID des Elementes, oder wir haben das Event direkt in das Element hier reingepackt. Zum Beispiel, es gibt das Key. Wir wollen auf das Event on Key up, wenn ein Tastendruck losgelassen wurde, reagieren. Wir könnten diese Events hier direkt, also die Event Listener hier direkt registrieren. Wir werden das aber mit einer Funktion machen. Wir definieren uns eine neue Funktion mit dem Namen Bind Key up events for query fields. Das ist unsere Funktion, die einfach alle Events zu diesen einzelnen Input-Feldern automatisch bindet. Weil, wie ihr seht, haben unsere Input-Felder ja keine IDs. Ich will hier auch nicht wirklich eine ID reinpacken für jedes Element. Könnte ich zwar machen, aber habe ich jetzt keine Lust dazu und es könnte ja viel mehr Spalten geben. Also will ich diese Events alle auf einmal binden. Und das machen wir, indem wir uns die Tabelle selektieren. Var table ist gleich. Wir kennen schon die Funktion von unseren vorherigen Videos. Document.getElement bei TagName. Und wir suchen einfach mal nach der Table. Tables. Wir sehen getElements. Das gibt uns mehrere Elemente zurück. Ich weiß aber, dass mein Index HTML nur eine Tabelle aktuell enthält. Ich habe hier keine weiteren Tabellen, deswegen kann ich einfach sagen, var table ist gleich tables an der Stelle 0, weil nur ein Element existiert hier drin. Im produktiven JavaScript-Code solltet ihr hier überprüfen, ob ihr tatsächlich eine Tabelle zurückbekommen habt oder vielleicht mit einer ID arbeiten, aber ich möchte das jetzt in dem Fall so machen. Wir haben dann die Tabelle und jetzt wollen wir in der Tabelle die Input-Elemente holen. Var input-elements ist gleich table.getElements bei TagName wieder und unsere Elemente hießen Input. Damit haben wir alle Input-Elemente und jetzt können wir mit einer Vorschleife angefangen bei 0, solange i kleiner Input-Elements.length i++, eine Standard-Vorschleife, die alle Elemente durchläuft. Input-Elements an der Stelle i
Und dann machen wir Add Event Listener. Diese Funktion kennen wir auch schon. Key Up. An das Key Up Event wollen wir uns binden. Und die Funktion, die wir übergeben wollen, ist Query Table Row. Diese Funktion schreiben wir jetzt hier unten. Und da diese Funktion wird dann die Suche durchführen. Damit haben wir hier das Binden der ganzen Events schon programmiert und damit würden an alle unsere Input-Fields, egal wie viele wir haben, diese Events gebunden werden. Falls ihr jetzt noch irgendwo ein Formular drin habt oder in derselben Tabelle ein Formular drin habt, ja, müsst ihr dann diese dann Selector einschränken. Aber in dem Fall, ich weiß, ich habe mich hier speziell auf die Tabelle beschränkt und in dieser Tabelle weiß ich, dass ich nur die Suchfelder habe. Also benötige ich hier eigentlich theoretisch gar keine weiteren Überprüfungen, das sollte ausreichen. Hier müsst ihr aufpassen, ich habe das auch bei meinem vorherigen Video gesehen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich gebe überall die Funktionen als Funktionname ohne die Klammern an, hinten dran. Das und das ist ein großer Unterschied. Wenn ihr einen Pointer zu einer Funktion an eine andere Funktion übergeben wollt, dann dürft ihr hinten dran diese runden Klammern nicht hinschreiben, weil wenn ihr diesen Event Listener auf diese Art und Weise bindet mit diesen Klammern hinten dran, dann wird diese Funktion ausgeführt und das Ergebnis der Funktion wird dann, was auch immer diese Funktion zurückgibt, wird dann hier reingeschrieben. Da und das wird nur beim Ausführen des AddEventListener-Events ausgeführt. Wenn ihr das so schreibt, also ohne die Klammern, den Funktionsnamen ohne die Klammern angibt, bei der Übergabe an eine andere Funktion, wird dann nur die Adresse der Funktion hier reingepackt als Parameter. Dadurch kann der Event-Listener dann die Funktion bei jedem einzelnen Klick aufrufen. Das ist ein großer Unterschied, also ihr müsst hier echt aufpassen. Wie in unserem Fall hier unten, ohne Klammern, also wenn ich das mit Klammern angebe, Query Table Row, wenn ich zum Beispiel hier habe eine var Result, ich sage Query Table Row, dann speichere ich die Adresse zu dieser Funktion und das kann ich dann als Parameter irgendwo verwenden und aufrufen. Wenn ich aber sowas hier habe, war Result ist gleich Query Table Row, Klammern, ignoriert mal meine Rechtschreibfehler, dann würde die Funktion ausgeführt werden, der Code würde hier ausgeführt werden und das Ergebnis der Funktion würde hier reingeschrieben werden. Also aufpassen, das sind zwei extrem unterschiedliche Konzepte hier. Wenn ihr das vergesst, werdet ihr es bereuen. Ich spreche hier aus Erfahrung. Ich habe lange Zeit, irgendwie eine Stunde wahrscheinlich gesucht, warum mein Dreckscode nicht funktioniert, obwohl ich, ja, also aufpassen. Wie gesagt, hier keine Klammern, deswegen, das heißt, wir übergeben die Adresse der Funktion an unseren Event-Listener und binden diese Funktion dabei an unser Input-Element. Jetzt wollen wir unsere Query-Table-Row-Funktion programmieren. Was ich euch hier nochmal zeigen will, sind die Data-Attribute, die wir für die Funktion benötigen. Ich will hier mal, vielleicht hätte ich auch die Data-Attribute dynamisch setzen, egal, wir setzen die hier manuell. Es gibt sogenannte Data-Attribute, zum Beispiel, die kann man sich beliebig wählen. Ich sage mal Data-Index ist gleich 0. In dem Fall. Ich möchte jetzt für jedes Element Input Tag ein Data-Attribut definieren, welches einen anderen Index hat. Warum, zeige ich euch gleich. Wir wollen diese dann in unserem JavaScript auslesen. Damit könnt ihr spezielle Daten in euren Tags speichern im Grunde. Aber jetzt wollen wir var Input Element ist gleich this, das this-Keyword. Wir wollten ja auch darüber in dem Video sprechen.
Das Testkeyword ist jedes Mal in jeder Funktion anders. Da müsst ihr aufpassen. Das Testkeyword könnt ihr auch nicht selbst setzen. Und jedes Mal in einer Funktion ist das Testkeyword der Aufrufer der Funktion, also die Funktion, die diese Funktion aufruft. In unserem Fall ist es der @EventListener, der Input-Element vom @EventListener. Also der Input-Element wird sobald da ein Buchstabe los, eine Taste losgelassen wurde, wird es diese Table Row aufrufen und das Testkeyword setzen mit sich selbst. Also ihr müsst hier aufpassen, das Testkeyword ist in jeder einzelnen Funktion immer der Aufrufer der Funktion. Das ist anders als bei objektorientierten Sprachen wie C-Sharp oder Java, wo das Testkeyword das eigentliche Objekt ist. Das hier wird immer dynamisch gesetzt. Und weil wir wissen, dass wir uns an das Input-Element binden, wissen wir auch, dass in der aufgerufenen Funktion das Testkeyword dem Input-Element entspricht. Ich schreibe hier das mal rein, damit das etwas ersichtlicher ist, weil ich könnte auch direkt auf Test zugreifen, aber ich greife jetzt auf Input-Element zu und sage get Attribute. Und damit hole ich diese Data-Attribute raus, die ich vorher gesagt, integriert habe. Data minus Index var Index. Damit hole ich im Grunde aus meinem HTML-Code diese Zahl raus von dem aufgerufenen Element. Dann var search String ist gleich Input Element Punkt Value. Damit lese ich den Wert des Input-Elements aus und speichere ihn hier rein. Also den Text, der da eingetragen wurde. Dann will ich mal die Table holen. Das mache ich, so wie wir das vorher gemacht haben. Hier wäre es vielleicht schlau, der Table eine ID zu geben, aber das machen wir jetzt mal nicht. Und dann var bodies ist gleich Table Punkt get Element bei TagName. Wir holen uns jetzt den Body des Tables. Var Body ist gleich Bodies an der Stelle 0, weil ich weiß, es gibt nur einen Body in meiner Tabelle, also kann ich das allererste Element aufrufen. Var Rows ist gleich Body Punkt Rows. Und damit habe ich die einzelnen Zeilen meiner Table rausgeholt. Und jetzt kann ich die Zeilen durchsuchen mit einer Vorschleife. Ich kopiere das mal hier oben, damit das etwas schneller geht. Auf Rows Punkt Length. Das ist unsere Vorschleife von 0 bis zur Anzahl unserer Zeilen. Und hier muss ich jetzt einen Vergleich machen. Var Table Data Child. Damit selektiere ich jetzt Rows an der Stelle i. Punkt Children an der Stelle Index. Jetzt seht ihr, warum ich das Index verwendet habe. Mit jedem Durchlauf dieser Vorschleife laufe ich eine Zeile weiter. Also ich zeige euch mal die Datei an. Ich fange hier bei der Zeile an, dann gehe ich beim nächsten Durchlauf der Vorschleife hierhin, hierhin und hierhin und so weiter. Wenn ich aber jetzt hier auf Rows an der Stelle i habe ich ja zugegriffen, das ist meine Zeile, dann greife ich auf die Kinder dieser Zeile zu und die Kinder dieser Zeile, wenn wir uns die Kinder mal anschauen, von jeder Ter sind die Kinder diese TD-Elemente. Und ich habe ja hier den Index gespeichert. Ich weiß, das ist meine Spalte 0, Spalte 1, Spalte 2, Spalte 3. Also kann ich auf das Kind an der Stelle Index, das ist das Index, was wir hier oben rausgeholt haben, zum Beispiel an der Stelle 0 wäre dann dieses Element, dieses Element, dieses Element, dieses Element und dieses Element. Und so kann ich jetzt meine Tabelle durchsuchen im Grunde. Das sind dann diese Children, die hier reinkommen. Und jetzt kann ich sagen, if nicht TD Child Punkt
Ich glaube, Text-Content war das. Punkt includes. Ja, genau, includes. Search-String. Also wenn das Element den Search-String nicht enthält, also wenn in dem TD-Element mein gesuchter String nicht aufgefunden wird, dann kann ich sagen, raus, erstelle i, Punkt, children. Ah nein, das brauche ich nicht. Ich kann auch einfach sagen, hier, es gibt das Style-Property, damit kann ich den CSS ändern, dieses Element. Und dann sage ich Style Display, damit ändere ich das CSS-Wert Display und setze es auf None, also zeige es nicht an. Und wenn ich den Text gefunden habe, entferne ich dieses Tag einfach, dieses CSS-Element. Ich glaube, damit sollte das funktionieren. Jetzt müssen wir ganz am Ende noch diese Funktion aufrufen. Wir rufen sie auf, indem wir ihren Namen sagen, dann diese Klammern. Dadurch wird hier alles gebunden, die Events. Wir können ja mal hier console.write, console.log, binding, event, index plus i. Und wir schauen mal nach, ob das jetzt so funktioniert. Erstmal, ob die Suche läuft. Wir suchen mal nach. Okay, die Suche funktioniert nicht. Was habe ich falsch gemacht? Nicht Seiten, Quelltext. Wir wollen untersuchen. Okay, die Events wurden aufgerufen und gebunden, aber warum funktioniert unsere Suche nicht? Jetzt kann ich euch zeigen, wie man debuggt. Wir gehen hier auf Sources, auf IndexScript. Hier haben wir unsere Query Table Row Key Up. Und wir machen hier mal ein paar Breakpoints. Ihr seht, es wird aufgerufen. Input Element This ist. Da könnt ihr auch direkt alle Elemente durchsuchen. Das ist der Input Form Control, haben wir bereits gesehen. Ah, warum ist Index 0? Input Element Punkt get Attribute Data minus Index. Sollte eigentlich funktionieren. Search String passt. Aber der Index ist 0. Mal schauen, was habe ich falsch gemacht? Data minus Index, vielleicht habe ich. Wie habe ich denn die Data Index. Oh, ich habe Date Index geschrieben. Ja, gleichzeitig reden und schreiben und denken ist nicht so meine Stärke. Und wir testen es nochmal. Wir machen die Breakpoints weg. Jetzt sollte es funktionieren. Wie ihr seht, funktioniert es. Wir können also nach zum Beispiel First suchen. Wir können 1. 0 suchen. Wir schauen mal, ob hier die 2 A gefunden wird. Also er sucht tatsächlich in den einzelnen Spalten, also diese hier und diese hier durchsucht er, weil wenn wir hier jetzt nach 3 suchen, wird er hier diese 3er anzeigen, aber hier haben wir noch 2er und 1er und 4er. Also die Suche wurde tatsächlich nur in einer Spalte von oben nach unten durchsucht. Wenn wir alles löschen, wird alles wieder eingeblendet. Ja. Unsere Funktion funktioniert. Wir können uns hier auch Zeugs debuggen. Ja,
Und die Konsole gibt unsere Logbefehle aus. Ganz geil. Ja, das ist jetzt so eine ganz einfache Suche. Wie ihr seht, ist das jetzt auch mit JavaScript nicht sehr schwer, auch suchen für unsere Webseite zu bauen. Wir können das auch zum Beispiel auf irgendwelche Listen erweitern, auf größere Tabellen, und es wäre wahrscheinlich für euch nicht sehr schwer, diese Funktion so weit zu erweitern, dass sie auch dynamisch sich an die Tabellengröße anpasst, ohne zum Beispiel das Data-Element, das wir hier verwendet haben. Aber ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr mal wieder was gelernt habt, und bedanke mich für euer Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!